So, eine neue Runde Subnautica. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und nach dem Chaos beim letzten Mal und dem Freitod, würde ich sagen, lassen wir es jetzt ein bisschen gemütlicher angehen. Ich würde als erstes gerne die Nachricht hören und dann würde ich gerne bauen. Wir haben in der Degassi-Basis einiges gefunden gehabt und ich wollte ja schon länger mal wieder was bauen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir heute eine Baurunde, aber jetzt hören wir erstmal dem Kommunikator zu. Okay, ein neuer Live-Pod. Da ist er. Rettungskapsel 12 auf dem Meeresboden. Auf den Meeresboden gesunken. 1300 Meter in 250 Metern Tiefe. Das heißt, wir können mit der Seemotte hin. Müssen dann allerdings tauchen. Aber, wie gesagt, ich würde jetzt gerne erst einmal bauen. Wir hatten gefunden das Wärmekraftwerk. Da habe ich ja auch schon den Tipp bekommen, das muss in Richtung Wärmequellen. Die haben wir noch nicht gefunden. Die Wasserfiltermaschine. Aerogel. Wie macht man denn Aerogel? Das ging nicht, ne? Da waren wir, glaube ich, beim letzten Mal schon vor dem Rätsel gestanden. Aber hier. Eine Bank. Ein Bett. Das würde ich gerne bauen. Den Abfalleimer haben wir schon. Und dazu würde ich allerdings gerne was ganz anderes probieren. Nämlich Mehrzweckraum. Wir wollten mal zwei übereinander stapeln und mal gucken, wie das Ganze aussieht. Oh, Mimi. Wir haben keinen Titan mehr. Wer hätte es gedacht? Wir wollten ja mal zwei übereinander stapeln. Wollten mal gucken, wie das Ganze dann aussieht. Und dazu werden wir das heute einfach mal tun. Allerdings gehen wir erst Titan suchen. Wir könnten doch... Pass mal auf, wir machen das jetzt mal ganz cool. Wir schnappen uns die Seemotte und flitzen dann schnell los. Da ist sie. Wie neu. Ja, ist sie auch, ne? Wir haben sie beim letzten Mal gekillt. All Systems Online. Das finde ich schon mal gut. Jetzt suchen wir mal ein bisschen Schrott. Da wollte ich eigentlich eher nicht hin. Mehr in die Richtung. Wo haben wir den Schrott? Hallo Schrott. Uns greift wieder irgendetwas an. Dam-di-dam-di-du. Nee, wie gesagt, heute machen wir wirklich mal gemütlich. Ohne Sterben, ohne Action. Ganz gemütliche Tauchrunde. Und hoffen. Ups. So viel zum ohne Sterben, ne? Schon wieder ein Fisch getötet. Base 1. Ah, da vorne war der Eingang zur Degassi-Basis, ne? Da hat man das Ding, glaube ich, gesetzt. Kann das sein? Ich meine, dem war so. Da ist Schrott. Ich sehe. Wir gucken mal schnell so. Da vorne haben wir da noch was an Schrott rumliegen. Also hätte ich auch nie gedacht, dass uns mal Titan ausgeht. Hätte ich nicht vermutet. Hab an alles gedacht, aber nicht daran, dass Titan uns irgendwann ausgeht. Bei dem vielen Zeug, das wir rumliegen hatten. Aber gut, die Zeiten ändern sich, ne? Da haben wir wieder ein bisschen Blei. Auch schön. So. Und dann zurück in die Motte. Natürlich wird es wieder dunkel. Klar. Wäre ja sonst auch zu einfach, ne? Wenn wir den ganzen Schrott so einfach finden würden. Dann wird es eben eine Farm-Baurunde heute. Hat mich angegriffen. Lasst mich in Ruhe. Ich komme in Frieden. Ich weiß, das wisst ihr nicht. Aber ich komme tatsächlich in Frieden. Ich möchte euch nichts tun.
Oha. Was ist das? Da unten ist auf jeden Fall Schrott. Das ist doch ein Vulkan. Das ist doch ein Vulkan, oder? Oh, mir wird hier arg warm. Das ist ein Vulkan. Wir haben einen Vulkan gefunden, glaube ich. Und der schleudert da irgendwas raus. Kann ich das einsammeln? Nicht wirklich, ne? Das zerfällt einfach so in sich. Aber wie komme ich denn dann da rein? Das heißt, hier könnten wir auf jeden Fall ein Wärmekraftwerk hinsetzen, wenn wir eins brauchen sollten. Aber die Situation ist jetzt neu. Was mache ich denn damit? Krass, hier waren wir hier noch nicht? Oder warum ist mir das noch nie aufgefallen? Oder sind wir immer drüber geschwebt, wenn gerade nichts war? Was haben wir da? Seegleiterfragment. Gibt auch Titan. Als Hermit. Komisch, komisch. Komisch, komisch, oder? Das muss ich mir nochmal angucken. Das muss ich mir nochmal angucken. Hier haben wir jetzt tatsächlich einen Vulkan gefunden, ne? Da sprudelt's und blubbert's. Okay. Komisch, komisch. Definitiv komisch. So, einmal in die Motte zurück. Ja, mit dem Vulkan werde ich mich auf jeden Fall noch auseinandersetzen. Aber jetzt machen wir doch erstmal das, was wir eigentlich geplant hatten. Ich bin schon wieder komplett von meinem Plan abgeschweift. Wir gehen zurück und bauen. Ganz gemütlich, aber wir liegen ja noch gut in der Zeit. Gehen wir zurück und bauen uns mal so einen doppelten Mehrzweckraum. Bauen uns da vielleicht noch ein Bett rein. Die Bank möchte ich noch bauen. Ich weiß nicht, ob das Bett irgendeinen Sinn hat oder ob es einfach nur Deko ist. Aber wir bauen es auf jeden Fall. Und den Vulkan gucken wir uns beim nächsten Mal an. Der war jetzt südlich. Also wenn wir von der Basis nach Süden zischen, dann sollten wir da wieder hinkommen. Wobei wir können ihn ja auch orten, ne? Guck mal, wie schön das aussieht hier. Ich finde das gut. Da ist unser Relax-Raum. So, und jetzt hovern wir einmal hier rein. Wupp. Sup. Willkommen an Bord. Es freut mich jedes Mal, wenn du das sagst. Wirklich. Einmal zum Fabrikator. Müssen wir allerdings einmal ganz runter, ne? Irgendeiner meinte ja, das sieht aus wie so ein Rattennest, ne? Was ich hier gebaut habe. Da habt ihr irgendwie recht. So ganz geordnet ist es nicht. Aber ein Genie liebt das Chaos. Nee, mir gefällt so, wie es ist. Wir haben es ja auch mal Stück für Stück gebaut. Deswegen sieht es jetzt ein bisschen chaotischer aus. So, mehr Titan. Jawohl, da geht's richtig vorwärts. So, das war's. Dann nehmen wir hier noch schnell das Medipack raus und packen es da rein. Man weiß nie, wann man es gebrauchen kann. Oh, jetzt sind wir aber hier... Sind wir aber voll, ne? Titanbarren, für was hatte ich den gebaut? Weiß ich schon gar nicht mehr. Pack mal alles da rein. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, es wird draußen jetzt langsam wieder hell. Dass wir hier, jawohl, dass wir hier im Hellen bauen können. So, wo hätte ich denn gerne meine Residenz? Mir bleibt vermutlich nur hier übrig, aber dann komme ich mit meinem Hover-Gedingsens hier nicht mehr raus, ne? Komm, wir probieren das einfach mal. Wo ist denn der Knopf? Da ist der Knopf. So, da könnte ich es hinbauen. Da würde gehen, ne? Wir könnten es allerdings auch anders machen. Passt mal auf. Wir bauen jetzt erstmal so eine Röhre. Haben wir ja mittlerweile gelernt, ne? Einfach vorne dran setzen, es geht trotzdem.
Und jetzt gucken wir, ob wir hier das Ding hinbauen dürfen. Jawohl, so gefällt mir das nämlich besser. Wupp. Und jetzt der Tipp. Genau so. Sind wir schon an der Wasseroberfläche? Nee, knapp drunter, ne? Knapp drunter. Ganz knapp drunter. Aber das ist cool. Das ist echt cool. Gefällt mir. Können wir da vielleicht noch... Oder sollten wir vielleicht mal mit Glas arbeiten, ne? Da vielleicht mal so ein Fensterchen reinsetzen oder hier dann in die Mehrzweckräume. Jetzt gucken wir doch erstmal. Da ist jetzt eine Tür. Da ist jetzt eine Tür. Wie sieht das jetzt hier aus? Muss ja noch eine Leiter reinbauen. Ja, hier muss noch eine Leiter hin, ne? Jetzt komme ich nie hoch. Auch das macht Sinn. Ja, perfekt. Jetzt haben wir hier zwei große Räume. Allerdings hätte ich hier gern Fenster. Also ohne Fenster ist ein bisschen doof. Wir nehmen noch Silikongummi von drüben mit, denn wir werden vermutlich ja auch Türen reinbauen wollen. Um Gottes Willen, ihr habt wirklich recht. Das ist ein Riesenmause. Riesenmausenest. Aber ich kenne mich aus. Ich weiß, wo ich hin muss. So. Dann, für Glas brauchten wir das hier. Wir brauchen... Jetzt bin ich verwirrt. Lasst mich gucken. Oh, wir haben noch genug Silikongummi. Das sollte eigentlich für das, was ich vorhabe, ausreichen. Dann machen wir doch mal zwei Glas. Oh, up, daneben geklickt. Glas. Mehr... Hatten wir nicht mehr Kristalle? Tatsächlich nicht, ne? Tatsächlich nicht. Wir können jetzt höchstens nochmal da vorne gucken. Da, wo ich mein Zeug immer reinschmeiß. Wenn ich nicht weiß, nee. Wir haben keinen mehr. Egal. Dann müssen wir einmal hoch. Dann hier entlang. Dann dadurch. Und jetzt theoretisch nur noch geradeaus. Jawohl, ja. So. Und jetzt ist die Frage, wo wir gerne ein Fenster hätten. Ach, die musste ich von außen bauen. War denn nicht so? Nee, geht auch so. Oh, guck mal. Können wir noch ein Fenster bauen? Wir können noch ein Fenster bauen. Ich bin so ein Fensterbaumeister. Mir gefallen Fenster total gut. Oh, ist das schön. Ja, mega. Jetzt ist die Frage, machen wir die Schlafgemächer nach oben oder lassen wir die hier unten? Wir bauen jetzt erstmal eine Tür. In der Zeit überlege ich mir was. Nein, das ist das Falsche. Wo war die Tür? Bin ich blind? Da. Das Schott. Bauen wir jetzt einmal hier einen Schott rein. Das öffnen wir selbstverständlich, aber so kriegen wir halt unsere Hüllenstärke unter Kontrolle, ne? Dann passiert uns mit der Hüllenstärke nichts. So. Ach kommt, wir bauen jetzt erstmal hier unten. Obwohl, nee. Wir bauen oben. Für unten habe ich einen anderen Plan. Jetzt haben wir wahrscheinlich aber nicht mehr genug Glas, ne? Ne, wir haben gar kein Glas mehr. Schade. Da müssen wir auf Glassuche gehen. Denn ich hätte gerne noch Fenster hier oben. Wir bauen jetzt erstmal Dinge für... Oh, ich habe das Fasergewebe vergessen. Eine Bank. Die ist gar nicht so groß, wie ich dachte. So, nach da... Hier kommt auf jeden Fall noch ein Fenster hin. Dann richten wir uns das doch mal gemütlich ein, oder? Können wir uns hier draufsetzen. Wunderbar. Können wir noch... Ich habe eine Idee. Wir müssen noch mal kurz zurück. Ich brauche noch mal Fasergewebe. Aha. Wir sollen meditieren, hat die Dame uns gerade empfohlen. Das ist lieb. Guck mal, wie das von außen aussieht. Gefällt mir. Finde ich schön. So? So wird unsere Basis langsam aber sicher eine richtige Basis, ne? Oder ein Rattenloch. Nein, ich finde es schön, wie es ist. Mir gefällt's. So. Dann brauchten wir Fasergewebe. Ich hoffe, wir haben davon. Wir hatten natürlich keins mehr. Wie machte man Fasergewebe? Da, ich hab's gesehen, da ist eins. Das reicht uns vollkommen aus.
So. Dann werden wir natürlich da oben auch noch Tische, Stühle und so weiter. In weiser Voraussicht essen wir. Jawohl, ja. Einmal hoch, einmal nach da. Zum Glück ist es nicht im Multiplayer, denn im Multiplayer würde hier kein Mensch mehr durchblicken, außer ich. Würden sich alle gnadenlos verlaufen. Also was wir hier unten reinmachen, ich weiß es momentan noch nicht. Ich habe ein paar Pläne. Aber mal gucken. Mal schauen, was draus wird. Fakt ist, hier müssen auf jeden Fall noch Fenster rein, sonst kriege ich wieder Platzangst. Aber das Bett hätte ich hier gerne. Warum geht das da nicht hin? Ich sehe, dass es geht. Ein normales Doppelbett. Für mich und niemanden. Oh. Oh. Wir schlafen. Frisch ausgeruht. Super. Klasse Sache. Jetzt kann ich es nicht mehr benutzen, ne? Nee, lässt er mich nicht mehr. Jetzt muss es wieder erst Nacht werden, vermutlich. So, jetzt brauchen wir aber hier noch ein bisschen Deko. Sonst sieht es hier ja mal mega langweilig aus. Ich würde sagen, ein Stuhl macht sich immer gut. Wo packen wir den hin? Hier zu der Sitzecke. Oder richten wir uns... Wir könnten uns auch hier so einen richtigen Arbeitsplatz einrichten, ne? So, weil höher gehen wir hier eh nicht mehr. Würde ja auch keinen Sinn machen. Dann richten wir uns doch hier so einen richtig schönen Arbeitsplatz ein. Oh, das war der falsche Knopf. So, da können wir uns auch hinsetzen. Und jetzt brauchen wir Blumen. Wir brauchen Blumen, Freunde. Ohne Blumen wird es hier nicht schön. So ein Industrieleuchter ist vielleicht ein bisschen übertrieben hier drin, ne? So ein... Das ist ein Außenbeet, Entschuldigung. Wo waren denn die? Der Labortisch macht doch bestimmt auch Sinn. Hier oben geht es ja wirklich jetzt rein um die Optik. Hier oben soll es schön werden. So, da haben wir hier so ein bisschen Arbeit, ein bisschen entspannen. Ein Verkaufsautomat brauchen wir hier nicht wirklich, ne? Machen wir hier oben lebende Wände rein? Also hinter das Fenster soll auf jeden Fall... Passt mal auf, wir machen das so. Hier kommt eine lebende Wand rein. Und da kommt eine hin. Dann haben wir nämlich da Fenster. Hier machen wir Fenster. Und was wir da machen, weiß ich noch nicht. Aber so würde ich das verfolgen. So würde ich das Ganze verfolgen. Einen Mülleimer brauchen wir nicht. Ich wollte noch was anderes bauen. Da. Oh, wir brauchen wieder Titan. Die hätte ich nämlich auf jeden Fall noch gerne hier. Und zwar soll hier einer hin. Können wir mal anfangen, ihn zu bauen. Weiter geht's noch nicht. Da soll auf jeden Fall noch einer hin. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf die Suche nach Glas. Wir machen das ohne. Kommt. Och nein. Welcome on board. Ich bin gerade von Bord gesprungen. Naja. Wir brauchen Kristalle für Glas. Wir brauchen wieder Schrott für Titan. Dass wir unsere Base hier wieder ordentlich eingerichtet bekommen. Ne? Das heißt, wir werden wieder in irgendwelche bösen Höhlen müssen, wo uns wieder irgendetwas töten möchte. Aber das sehen wir ja mittlerweile. Mittlerweile haben wir uns ja ganz gut dran gewöhnt, oder? So, dann kam auch der Tipp, ich soll mehr scannen. Dann würde ich nämlich neue Dinge freischalten und dem wird wohl so sein. Nur das vergesse ich immer. Ihr kennt mich ja. So, was haben wir da? Ihr habt recht, ich habe das alles noch nicht gescannt. Oh. Wir scannen das da oben. Ihr habt recht, ich muss definitiv mehr scannen. Viel mehr scannen. Da ist ein Quarz. Müssen wir mal ganz kurz atmen gehen. So. Was interessant wäre, schläft man in dem Bett, bis es tatsächlich wieder Tag ist? Oder schläft man einfach nur eine gewisse Zeit? Das müssen wir noch probieren, ne? Kupfer. Ja, ist gut, Brauner. Ich tu dir nichts. Tust du mir nichts, tu ich dir nichts. Ist doch ein Deal, oder?
Das ist doch ein Deal. So, da geht's wieder hoch. Ich glaube, da kamen wir auch her, ne? Da kamen wir doch auch her. Wichtiger wäre mir jetzt eigentlich Glas. Wir brauchen dringend Kristalle. Vielleicht machen wir das doch mit dem Ortungsgerät, ne? Komm, da tauchen wir nochmal rein. Ist doch wieder so eine Selbstmörderfischhöhle, oder? Oh, na klar! Oh, ich hasse diese Viecher. Aber er hat auf den Kristall aufgepasst. Ist doch auch ganz nett. Also auf den Quarz. So, das soll ich scannen. Schwefelpflanze. Ich nehme mir jetzt vor, zu scannen. Jedes Mal, wenn das Ding auftaucht, scanne ich tatsächlich. Vielleicht kommen wir dann auch an gewisse Rezepte ran. Weil ich weiß ja immer noch nicht, wie man Aerogel herstellt. Das sind ja alles Dinge, von denen habe ich noch keine Ahnung. Da ich die aber brauche und auch haben möchte, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als zu scannen. Dann werden wir das doch einfach tun. Kostet ja auch nichts, ne? So. Hallo? Ich bin wieder da. Was ist das? Ah, das sind diese... Okay. Hier, scannen. Scheibenkoralle. Ich habe gescannt. Kann ich das mitnehmen? Wirklich. Nö. Hm. Egal. Kann ich aus euch vielleicht was machen? Eine Hirnkoralle. Probe von einer Hirnkoralle. Die nehmen wir mal mit. So. Atmen nicht vergessen. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Dann würde ich sagen, das machen wir jetzt noch fertig. Ne? Das machen wir jetzt noch gemütlich fertig. Wir werden die Fenster machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Die werden wir heute nicht mehr schaffen. Aber ich wollte ja noch ein, zwei Pflanzen und sowas hinsetzen, dass wir die zumindest haben. So. Achso, wir müssen die erstmal fertig bauen, ne? So. Ich habe leider noch nichts. Du kriegst dann bald was. Versprochen. So. Nebers Bett wäre doch auch ganz schön, wenn wir hier zumindest eine Pflanze hätten. Warum geht nicht? Na komm, da ist doch wunderbar. Dann haben wir hier auch so ein bisschen Pflanzen hier drin. Und dann kommen da auf jeden Fall noch... Komm, doch, wir machen es noch fertig. Wir machen jetzt noch fix die Glasscheiben rein, dass ihr mal grob so einen Überblick habt, wie ich mir meinen Wohnraum da oben vorstelle. Wir müssen jetzt zwar einmal durch die ganze Basis rennen, aber das sind wir ja mittlerweile gewöhnt. So, wir hätten gerne Glas. Jawohl, vielen Dank. Bist du schon wieder fertig? Oh, dann nehmen wir doch wieder eins raus. Dann nehmen wir doch wieder eins raus. So, zweimal Glas haben wir. Das heißt, es geht wieder auf nach oben. Und, deswegen liebe ich Glas. Eine ganze Base könnte aus Glas sein. Die gesamte Base aus Glas. Deswegen. Nur deswegen. So. Glas. Glas. Einmal hinter das Bett natürlich. Ganz klar. Dann hat man gesagt, hier wollen wir eins haben, dass wir darüber gucken können, ne? Und vielleicht machen wir dann da auch noch eins hin und da. Mal gucken. In diesem Sinne, wir sind leider wieder am Ende. Beim nächsten Mal basteln wir hier direkt weiter, beziehungsweise machen uns eventuell auch gleich auf den Weg zu der Rettungskapsel. Die sollte ja auffindbar sein. Das sollten wir hinkriegen. Und dann schauen wir einfach mal, was wir da finden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!